in unserem Tagesablauf, da begegnen wir manchmal so einer kleinen Aufforderung, dass jemand uns nachruft, hast du vergessen das? Oder vergiss nicht dies oder das mitzunehmen. Und damit ist gemeint, erinnere dich dran. Erinnere dich dran, was du vorhattest. Erinnere dich dran, dass du etwas mitnehmen wolltest. Vergiss es nicht. Oder wenn man zu einer Prüfung geht, dann sagt man, oh, ich muss mich unbedingt an dies oder das erinnern. Oder ich darf das und dies nicht vergessen. Der Punkt ist absolut wichtig. Und genauso ging es mir jetzt, als ich darüber nachgedacht habe, dass das eine Aufforderung ist in der Bibel. Da steht in Psalm 103, Vers 2, vergiss nicht alle seine Wohltaten. Vergiss es nicht, erinnere dich daran. Denk dran, du hast es schon mal erlebt. Du hast schon mal seine Versorgung erlebt. Du hast erlebt, wie Gott dir Türen geöffnet hat. Du hast erlebt, wie er dich durchgebracht hat durch eine sehr schwierige Situation. Du hast es gesehen in deiner Familie, bei deinen Kindern, bei irgendjemand anderem, dass Gebet erhört wurde und Türen sich geöffnet haben, die niemand so einfach hätte aufmachen können. Du hast Segen erlebt, Versorgung erlebt. Vergiss es nicht. Vergiss nicht diese Wohltaten. Trachte danach, dass du das nicht vergisst, dass du das in Erinnerung behältst. Vergiss es nicht. Und doch sagst du jetzt vielleicht, also jetzt in meiner Situation an die Wohltaten Gottes zu denken, das ist sehr, sehr schwer für mich. Ich leide. Ich habe Schmerzen. Ich habe eine schwere Lebenssituation. Und doch, denk dran, vergiss es nicht. Vergiss nicht, dass es da in der Vergangenheit, in deinem Gebetsleben, in deinem Glaubensleben schon Siege gegeben hat. Schon Dinge, in denen der Herr dich durchgebracht hat, wo er dich ausgerüstet hat. Vergiss es nicht. Und jetzt streck dein Herz aus. Überwinde diesen Punkt von niedergeschlagen sein, von entmutigt sein, von nur schlecht in die Gegenwart, in diese Situation hineinzugucken. Überwinde das jetzt und sag, Herr, ich strecke mich aus, dennoch zu sagen, danke, dass du mich versorgst. Danke, dass du mich hier durchbringen wirst. Danke, dass du mir ein Zeugnis geben wirst über diese jetzt bedrängende Situation. Ich will nicht vergessen, dass du für mich der Versorger bist, dass du mein Arzt bist, dass du der bist, der mich hier weiterbringt. Du wirst mich durchbringen. Ich will dir danken. Ich will nicht vergessen, was du mir Gutes getan hast. Und dass ich lebe, jetzt lebe, das ist ein Geschenk aus deiner Hand, Herr. Ich glaube, dass darin, in dieser Dankbarkeit, in diesem Ich vergesse es nicht, was der Herr Gutes getan hat, dass da ein ganz wichtiger Schlüssel ist für unseren inneren Menschen, für unsere Glaubensausrichtung, überhaupt für den Glauben zu stehen, dass wir nicht vergessen, was der Herr uns Gutes getan hat. Überhaupt lohnt es sich, diesen Psalm 103 zu lesen und wirklich darüber nachzudenken. In dieser Haltung der Dankbarkeit zu bleiben, uns wieder daran zu erinnern. Und so wünsche ich dir, dass du da ganz tief einsteigst, neu einsteigst, dich wirklich an Dankbarkeit erinnerst. Gott hat mehr für dich.